Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute das erste Mal aus dem neuen Set. Ein neues Video für euch. Ich möchte kurz mit euch über den neuen Moloko-Tabak quatschen. Außerdem gibt es so ein paar FAQ-Fragen, wo ich euch gestern auf Insta gefragt habe, was ihr so für Fragen auf dem Herzen habt, und die werde ich heute beantworten. Sollte euch das Video gefallen, wie immer gerne Daumen nach oben oder Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Video. Ja Leute, wie gesagt, heute zum ersten Mal aus dem neuen Set am Start. Ich hoffe sehr, es gefällt euch. Es war sehr, sehr viel Umzugsstress. Ich habe auch immer noch kein Internet daheim. Am Mittwoch, heute ist Sonntag, ich nehme es gerade am Sonntagabend auf. Am Mittwoch habe ich Anschlusstermin fürs Internet und ich hoffe sehr, dass das klappt und alles sofort wunderbar funktioniert und die Geschwindigkeit passt und ich dann endlich wieder streamen kann. Ich habe schon überlegt, ob ich mal das Handy probiere, aber das ist sofort abgekackt. Also mega, mega miese Geschichte auf jeden Fall. Vielleicht versuche ich nochmal da irgendwas zu optimieren, aber dann wäre die Qualität auch einfach nicht so, wie ich das gerne hätte. Deswegen, vielleicht müssen wir uns bis Mittwoch gedulden. Ich habe euch letztens auf Insta ein paar Fragen gestellt und die gehen wir jetzt einfach durch und beantworten die ein bisschen und dann erzähle ich euch noch kurz was zu dem neuen Moloko-Tabak. Da gibt es nämlich nicht nur wieder überall Tabak und vor allem jetzt auch im Aldi-Tabak, sondern die haben auch noch ein bisschen was an der Produktion geändert. Ob der jetzt besser ist, was da anders ist und so weiter, das erzähle ich euch dann alles gleich. Aber zuerst machen wir auf jeden Fall mal die FAQ-Fragen. Und ich würde sagen, da quatschen wir auch gar nicht so lange rum. Wir nehmen noch mal schnell einen Zug von der Shisha und dann hüpfen wir auch direkt in die erste Frage. Ach so, Rauchentwicklung sei noch dazu gesagt. Ich habe das ganze Video eben schon mal gedreht. Da ist mir aber die Kamera abgeschmiert und ich habe gut eine halbe Stunde gedreht. Gut, zwischendrin war auch kurz Pause und so, alles cool. Aber dementsprechend ist der Kopf jetzt bestimmt schon eine Dreiviertelstunde an oder so. Solltet ihr einfach nur beachten bei der Rauchentwicklung. Ich finde, es qualmt immer noch ziemlich gut, vor allem dafür, dass er eine Dreiviertelstunde an ist. Alles sehr, sehr nice. Aber ja, nicht, dass wieder jemand schreit, dein Kopf qualmt ja gar nicht. So, ja Leute, der läuft doch schon ein bisschen. Ist normal. Wird irgendwann weniger. So ist es. Das Leben ist hart. Die erste Frage ist von Nico Bringt. Er fragt, Erklärung zu dem Aufsatz von S. Hooker. Das ist cool an dem neuen Set. Ich habe jetzt hier meine ganzen Köpfe unten drunter und auch hier meine Aufsätze unten drunter. Das heißt, ich kann einfach hier runtergreifen und zack, ich habe den Aufsatz von S. Hooker in der Hand und kann euch da was zu erzählen. Ist ein sehr cooler Aufsatz. Es ist eigentlich nur so ein Drahtrohr, sage ich mal, das hier halt Aussparungen hat. Unten eine etwas dickere Stelle und innen drin spannt ihr dann einen normalen Lotus 1. Vorteil ist, ihr könnt das so ganz einfach auf den Kopf setzen. Ich schnapp mir auch gerade nochmal einen Kopf. Na, hier zum Beispiel der Buscorimsia. Könnt ihr dann einfach einen S-Aufsatz nehmen, könnt das so draufsetzen. Das hier wird auch nicht heiß beim Rauchen. Das heißt, ihr könnt ihn einfach jederzeit hier schnappen. Oben habt ihr noch hier diese Aussparung, da könnt ihr noch so ein Gitter einsetzen, das ist auch dabei. Dreht ihr um, ist fest, kann nicht mehr abgehen. Müsst ihr erst wieder anlocken und dann wieder hochheben, dann ist es wieder frei. Bedeutet, ihr könnt einfach während dem Rauchen diesen Aufsatz vom Kopf nehmen, über eurem Kohlekorb ein bisschen abschütteln, dass die Asche abgeht. Dreht ihn wieder um, setzt ihn wieder drauf und könnt weiter rauchen. Und auch nach dem Rauchen ist es super angenehm, einfach so seine Smokebox direkt abnehmen zu können, ohne dass man irgendwie hier mit der Zange dazwischen gehen muss und dann so abhebeln oder so eine Scheiße. Braucht ihr alles nicht, mit dem Ding ist super praktisch. Gibt es im Moment, soweit ich weiß, nirgendwo zu kaufen. Ist ein bisschen ein Problem. Kostet das Ganze, glaube ich, 30, 35 Euro. Ist es mir auf jeden Fall wert. Ich dachte am Anfang, es wäre es mir nicht wert. Da hat mir ein Kumpel einen geschenkt, der aufhört zu rauchen. Und mittlerweile habe ich mich mega an das Ding verliebt und finde es ultra praktisch. Also von mir auf jeden Fall klare Kaufempfehlung für dieses Ding. Ja, aber wie gesagt, wo man den immer mit kaufen kann, kann ich euch leider nicht sagen. Weiß ich selbst nicht. Ich habe noch einen aus dem Wolke 7 bekommen. An der Stelle, Shoutout an Wolke 7. Ihr wisst, mein Stammladen, was Shisha-Kram angeht, in Rottgau. Also generell mein Stammladen, aber der ist in Rottgau. Fabi fragt, wie findest du die Holzentwicklung? Ich finde den Tabak und die Köpfe einfach geil. Ja, einfach geil, beschreibt es ziemlich gut. Es gibt viele Sorten von Holster, die wirklich einfach sehr, sehr lecker sind. Ganz vorne mit dabei für mich auf jeden Fall der Eiskaktus, einer meiner Lieblingstabaksorten. Rauche ich immer noch sehr, sehr gerne und auch häufig, ein bisschen weniger als früher, aber immer noch sehr, sehr gerne. Ich habe den eine Zeit lang ja brutal weggesuchtet, ist ein bisschen weniger geworden, aber immer noch ein sehr, sehr leckerer Tabak, den ich sehr gerne rauche. Auch Bohne oder der neue Butterkeks, den haben wir gestern zum ersten Mal probiert, auch auf jeden Fall sehr, sehr nice. Rauche ich gerne. Viele andere Sorten sind auch vollkommen okay, laufen wunderbar, schmecken gut, rauchen, also alles tipptopp. Die Köpfe habe ich sogar auch hier, kann ich euch gerade mal zeigen. Hier ist der große und hier habe ich auch noch den kleinen. Das sind die zwei Köpfe von Holster. Ich muss sagen, ich benutze den kleinen ein bisschen häufiger, den dann mit Alufolie. Den hier benutze ich mit HMD, passt gut drauf, aber ist nicht der beste Kopf für ein HMD. Deswegen, der gefällt mir eigentlich besser von der Optik her, aber den kleinen benutze ich tatsächlich häufiger, einfach weil er mit der Alufolie wunderbar gut funktioniert. Hat hier so einen grünen Ton, sehr, sehr feiner Ton. Er braucht relativ lange, bis er auf Hitze ist, aber er hält die Hitze auch super geil.
der verteilt die Hitze auch super geil. Das mag ich an den Köpfen wirklich gerne. Deswegen rauche ich auch nicht selten mit und sieht auch irgendwie ganz cool aus mit diesem grünen Ton. Ist einfach eine coole Optik. Speaking of coole Optik, vielleicht gerade ein paar Worte zu meinem aktuellen Setup. Ich rauche die Mose Breeze in der Limited Gold Variante. Ihr habt es ja vielleicht auf Insta gesehen. Ich hatte das große Glück, ich habe die Nummer 1 abgreifen können mit der schwarzen Bowl und dem schwarzen Sleeve. Eigentlich ist die Rauchsäule hier auch noch Gold, aber ich finde dieses Understatement so schön schwarz gehalten mit diesen goldenen Elementen einfach mega sexy. Obendrauf die Harmony Bowl, Smokebox, 2 Kohlen drin. Ich habe die Kohlen auch noch nicht einmal angefasst, seit ich die vor einer Dreiviertelstunde oder jetzt 50 Minuten draufgesetzt habe. Auf jeden Fall mega nice. Läuft wunderbar. Tabak sehr, sehr nice. Fabian möchte gerne wissen, wie viel Shishas hast du inzwischen? Schwierige Frage, die sind nicht alle da. Ich glaube, hinter mir auf dem Tisch stehen 6, 7, 8, dann noch die sind 9, oben nochmal 6 sind 15. Ich glaube, in der Küche steht noch eine, sind 16. Dann noch bei meinen Eltern, bei Freunden, in meiner alten Wohnung stehen noch ein paar. Pi mal Daumen würde ich sagen 25, so ungefähr. Leon würde gerne wissen, welche Kriterien muss ein Tabak haben, um ihn mit der Smokebox zu rauchen? Kopf ist Number 5 Prime. Also gewisse Kriterien, die jetzt ein Tabak haben kann, um mit der Smokebox zu rauchen, würde ich mich gar nicht so drauf festlegen. Es gibt feuchten Tabak, der funktioniert ziemlich gut. Es gibt trockenen Tabak, der funktioniert ziemlich gut. Generell ist das Medium oben drüber ja nur da, um die Hitze zu verteilen. Also geht es eher darum, wie viel Hitze verträgt der Tabak. Klar gibt es Tabak, den würde ich nur mit Alufolie rauchen, zum Beispiel Tangiers. Generell geht es eher darum, wie viel Hitze kann der Tabak ab und rauchst den eher angedrückt oder fluffig und weniger darum, welches Ding obendrauf du benutzt, um dem Tabak eben die Hitze zu geben. Mein Tipp ist da immer, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Smokebox rauchen wollt, tastet euch langsam ran, fangt vielleicht sogar nur mit einer Kohle drin an, wenn ihr merkt, okay, da kommt nichts, legt ihr eine zweite mit rein, wenn ihr merkt, okay, das war ein bisschen zu viel, dann lasst ihr eine drin, legt eine auf Kipp. Wenn es mit zwei immer noch nicht genug ist, dann legt ihr noch eine dritte mit auf Kipp dazu und so weiter und so weiter. Und dann findet ihr schnell raus, wie welcher Tabak am besten läuft und dann habt ihr nach ein paar Köpfen euer perfektes Rezept für einen guten Kopf mit dem Tabak, den ihr gerade rauchen wollt. Und da würde ich weniger davon ausgehen, ob ihr jetzt Alufolie nehmt oder ob ihr ein HMD nehmt. Da ist bei mir eher die Frage, welchen Kopf will ich benutzen? Will ich ein Depot, wo ich andrücken kann? Will ich ein Depot, wo ich fluffig baue? Will ich den Overpack bauen? Will ich ihn nicht Overpack bauen? Und dementsprechend wähle ich dann eher meinen Aufsatz. Nicht, ey, das ist Holzer, den muss ich mit HMD rauchen. Also so gehe ich da eigentlich nie an die Sache ran. XChrissy19 fragt, guter Orange-Menthol-Tabak, bei dem Menthol nicht zu krass ist. Also fällt mir nur ein wirklich guter Orange ein. Ich rauche eigentlich fast nie Orange, ist einfach nicht meins. Aber wenn ich eine Orange rauche, dann ist es der Somo Strong Orange. Der hat natürlich relativ viel Minze / Menthol dabei. Es schmeckt jetzt nicht wirklich pfefferminzmäßig, ist einfach nur so fruchtig frisch mit dabei. Aber schon relativ frisch, da würde ich dir empfehlen, hol dir trotzdem den Strong Orange, drück den ordentlich an, dann sollte das ganz gut laufen. Je mehr du einen Tabak andrückst, desto besser kannst du die Minze so ein bisschen im Zaum halten, desto angenehmer ist die. Deswegen würde ich sagen, probier den Strong Orange richtig schön angedrückt. Ist auf jeden Fall der einzige Orange-Tabak, den ich wirklich feiere, den ich sehr gerne geraucht habe, den ich viel geraucht habe und immer noch gerne rauche. Was sind eure Wintertabaksorten 2019? Fragt der Svensson 1501. Also ihr wisst ja, ich rauche generell nicht so gerne cremig. Es gibt so ein paar cremige Sorten, die ich schon ganz gerne rauche. Das hat aber bei mir wenig zu tun, ob das jetzt Sommer oder Winter ist. Gut, vielleicht im Winter minimal mehr, aber ist eigentlich kein großer Unterschied bei mir. Aber die Sorten, die ich da ganz gerne rauche, sind der Holzer Bono, der Vuca Mill, der Hukain White Cake, die auch untereinander gemischt, alle sehr, sehr geil. Die rauche ich da mega gerne. Und der neue Holzer Butterkeks, ich habe ihn jetzt erst einmal geraucht, aber ist auf jeden Fall vielversprechend. Schmeckt nicht so krass nach Butterkeks für mich, sondern eher nach anderen Sachen. Da kommen wir aber dann im Review vom Butterkeks nochmal genau drauf zu sprechen. Aber er schmeckt auf jeden Fall lecker und das ist ja eigentlich viel wichtiger, als dass er krass nach Butterkeks schmeckt. Ja, den würde ich ja auch noch zuzählen. Ansonsten eigentlich nicht viele. Fällt mir auf jeden Fall gerade jetzt nichts weiteres Wichtiges ein, was ich da dazuzählen würde. Wie gesagt, Leute, ihr raucht nicht so oft cremig. Maurice.ge45 fragt, welche der alten Marken Alfacha, Alvaha, etc. raucht ihr noch? Also daheim habe ich tatsächlich relativ wenig Alfacha und Alvaha. Alvaha kriegt man aber relativ häufig noch in Bars, gerade wenn man viel Traube Minze raucht, wie ich zum Beispiel, gibt es oft nur den Alvaha in der Bar. Ihr wisst das ja, ich würde eigentlich den Black Nana ein bisschen bevorzugen von Nameless, aber auch der Alvaha ist ein guter Traube Minze, kann man gut rauchen. Den rauche ich also noch relativ häufig. Alfacha, ja, manchmal haben sie Doppelapfel da, manchmal vielleicht doch den Traube Minze, die sind auch geil und bei den klassischen Sorten greife ich doch oft drauf zurück. Daheim eher weniger, aber in Bars schon, also rauche ich schon noch ab und zu, auf jeden Fall, ja. Finde ich nicht, dass die tot sind. Ist vielleicht ein bisschen weniger geworden, weil der Tabakmarkt so viel größer geworden ist, aber immer noch gute Sache. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass der Rauch jetzt nach einer Stunde schon ein wenig nachlässt. Aber dafür, dass der Kopf eine Stunde an ist, finde ich das auf jeden Fall fair. Ich glaube, ich packe auch noch gleich die dritte Kohle dazu. Ich hoffe, das schockt den Kopf dann nicht zu sehr. So, ich glaube, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal die dritte Kohle hier dazu packen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu krass.
Kann schon sein, dass wir uns damit jetzt den Kopf ein bisschen killen. Muss man immer vorsichtig sein, wenn man dazwischen drin so viel mehr Hitze gibt. Eigentlich ganz geil, wie sich das Blau hier drin spiegelt, oder? So, wir kommen aber mal zur nächsten Frage. Dennis14-05 fragt, was kann ich machen, wenn mir der Tabak hochkocht? Dann hast du entweder einen Ticken zu hoch gebaut oder der Tabak ist ein bisschen zu feucht. Also entweder ein bisschen niedriger bauen oder ein bisschen mehr andrücken oder den Tabak vorher ein bisschen abtupfen, dann sollte das Problem erledigt sein. Da hast du auf jeden Fall viele Möglichkeiten, wie du dem aus dem Weg gehen kannst. Mattes fragt, du meintest ja mal, dass Somo Strong kein schwarzer Tabak ist. Was ist dann der Unterschied? Ja und nein, kann man schon so sagen, ist aber natürlich dunkler Tabak, also kann man auch schon schwarzen Tabak nennen. Wenn man es genau nimmt, ist es irgendwie so krass dunkelgrüner Tabak. Also es ist halt, die Farbe kommt von der Rohrzuckermolasse. Ich glaube zumindest, dass es nur die Rohrzuckermolasse ist. Vielleicht ist auch bei dem Tabak noch ein bisschen was anders. Ich weiß nicht genau, welche Zutaten da alle bei Somo benutzt werden. Was ich meinte, es ist kein klassischer Dark Blend, sondern es ist eben ein Strong Blend von Somo, der eben mit dieser Zuckerrohrmolasse versetzt wird. Und die ist eben so dunkel. Vielleicht sind auch noch andere Bestandteile dunkel, aber ich glaube, der Hauptbestandteil kommt von dieser Strong-Molasse. Wenn die Jungs von Somo dieses Video sehen, könnt ihr gerne mal einen Kommentar da lassen, falls ihr das verraten wollt, was da genau Sache ist. Aber ich meinte auf jeden Fall, es ist kein normaler Dark Blend, sondern eben ein Somo Strong Blend, der eben durch diese Rohrzuckermolasse eben ein wenig dunkler aussieht. Bis jetzt überlebt der Tabak auf jeden Fall auch die dazugelegte Kohle noch sehr gut. Devin01 fragt, welcher Tabak kommt am liebsten in eure Pfeife außer Black Nana? Grüße auch an dich, Devin. Gute Frage. Dazu mache ich ja immer ein Top 5 Video, kannst dir gerne auch mal das letzte anschauen. Da habe ich mit dem Niklas von Cryptic Hooker ganz ausführlich über unsere 5 Lieblingssorten geredet. Einfach mal anschauen, alle 3 Monate kommt da auch ein neuer Teil und bis dahin sollte das auch halbwegs aktuell sein. Ist auf jeden Fall das letzte noch. Young Smith fragt, 80 Feet oder 80 Feet 80? Der 80 Feet 80 ist so eine kleine Weiterentwicklung vom 80 Feet, hat ein etwas flacheres, breiteres Depot. Finde ich auch ein bisschen besser geeignet. Es passt sogar theoretisch gerade so eine Smokebox drauf und ihr wisst ja, dass ich gerne mit Smokebox rauche. Deswegen, wenn ich dir einen von den beiden empfehlen soll, würde der 80 Feet 80 gewinnen, aber nicht mit viel. Der 80 Feet ist auch ein wunderbarer Kopf, der super gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel nur den 80 Feet hier, nicht den 80 Feet 80 und ich komme auch damit klar. Also es gehen beide. Wenn ich mich jetzt nochmal entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich den 80 Feet 80 nehmen. Der Martin würde gerne wissen, 25, 26er, 27er Kohle oder ein ganz anderes Kohleformat. Bei dem Kohleformat kommt es bei mir vor allem darauf an, wie ich gerade rauche. Rauche ich mit einer Smokebox, nehme ich gerne 25er Kohlen, weil die direkt reinpassen. Bei den 26ern muss man ja manchmal noch eine Sekunde warten, finde ich dann immer ein bisschen nervig. Auf dem Kamin, den ich mittlerweile sehr, sehr selten benutze, benutze ich meistens 26er oder 27er Kohlen. Will ich direkt mit Alu rauchen, benutze ich dann meistens die aus Brasilien kommenden Hexagon-Kohlen. Also das ist bei mir eher unterschiedlich, je nachdem, wie ich gerade rauchen will. Und da habe ich eigentlich kein eines Format, das ich immer benutze. Das, was ich wahrscheinlich am häufigsten benutze, sind 26er und 25er Kohlen, weil ich meistens mit Smokebox rauche. Javes fragt, wie lange ist der Tabak gut nach dem Öffnen der Dose? Ich glaube, auf vielen Dosen steht sogar noch ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es sein muss. Ich gucke mal gerade hier auf der. Okay, auf der neuen Dose hier steht tatsächlich kein Mindesthaltbarkeitsdatum mehr drauf. Aber ich weiß noch, dass es früher auf den Alvaja und auf den Alfacher Dosen stand. Da stand immer ein Jahr drauf, also nach dem Öffnen ist er nicht länger als ein Jahr haltbar. Es kommt auf die Dose an, es kommt auf die Lagerung an. Hast du eine durchsichtige Dose, auf die die Sonne scheint? Hast du eine Dose, die nicht dicht ist und so weiter und so weiter? Also ich sag mal so, behalt ihn maximal ein Jahr, dann würde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr rauchen. Du kannst ihn bestimmt auch noch danach rauchen, würde ich jetzt aber einfach nicht empfehlen. Und dann ansonsten einfach mal dran riechen, gucken, ob er sich irgendwie verfärbt hat, gucken, ob er anders riecht. Ich gucke eigentlich, dass ich meinen Tabak innerhalb von wenigen Monaten verbrauche. Das funktioniert auch meistens ganz gut. Einfach mal dran riechen, einfach mal gucken, ob er sich verändert hat. Das ist wie mit der Wurst, ja. Nur weil die einen Tag abgelaufen ist, musst du die nicht direkt in die Tonne kloppen. Einfach mal dran riechen und gucken, ob es gut ist. Da sollte man einfach gesunden Menschenverstand benutzen und dann findet man eigentlich schnell raus, ob das Zeug noch taugt. Kann halt sein, dass er ein bisschen lascher wird mit der Zeit, ne? Kommt drauf an, wie gut das Ding gelagert wird und so. Aber das kann ich jetzt nicht pauschal ausdrücken, ja. Kann ich nicht sagen. Kannst du genau 123,7 Tage aufbewahren und danach ist er absolut ungenießbar. Leute, was noch zu der Most Breeze und zu dem Element-Mundstück hier von Most gesagt sein soll. Der Code SWG10 funktioniert natürlich noch immer noch. Das heißt, falls ihr euch eine Breeze zulegen wollt oder ein Elements-Mundstück oder die Hygienetipps von Most, könnt ihr das ja gerne tun. Benutzt den Code SWG10 an der Kasse, spart ihr nochmal 10%. Ich habe davon nichts. Das ist einfach nur für euch ein kleiner Rabatt. Also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne benutzen. Einfach den Gutscheincode SWG10 an der Kasse benutzen und 10% sparen. Oberstift würde gerne wissen, mit welchen Mitteln reinigt
reinigst du deine Bowl? Also generell Pfeifen, wenn ich die sauber mache, einfach gerade nach dem Rauchen einmal kurz durchgespült, dann hingestellt, abtrocknen lassen und dann sind sie wieder ready fürs nächste Mal. Bowl spezifisch, wenn ich die wirklich, wirklich sauber haben will, dann habe ich diese kleinen Metallkugeln, die ich in die Bowl packe, kleiner Schuss Spüli dazu, ordentlich rumschütteln. Ihr könnt auch Sandstücke nehmen, ihr könnt auch Reis nehmen, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Das kratzt dann halt die ganzen Ränder ab, alles, was da so innen an der Bowl hängt, das kratzt ihr damit so ein bisschen ab. Dann spült ihr das aus, pass auf bei den Kugeln oder so, die könnt ihr halt mehrmals benutzen oder Sandstücke. Gut, die bleiben eh in der Spüle hängen. Einfach durchschütteln, ausspülen. Dann, wenn es wirklich hart versifft ist, lege ich die Pfeifen gerne vorher noch über Nacht in Cookie Dent ein. Das ist so ein Gebissreiniger. Gibt es verschiedene Marken, taugen auch alle dafür, ist gar kein Problem. Könnt ihr verschiedene nehmen. Ja, da lauwarmes Wasser in die Bowl gepackt, diesen Gebissreiniger dazu. Dann blubbert es so ein bisschen, lasse ich das eine Nacht stehen. Dann spüle ich das gut aus, dann nochmal mit den Kugeln drüber und dann sieht die Bowl eigentlich immer aus wie neu. Von außen nochmal ein bisschen mit Spüli drüber und dann glänzt das alles wieder wie am ersten Tag. Leon Kubert fragt noch, was findest du ist die größte Entwicklung der Shisha-Szene in Deutschland in den letzten 5 bis 10 Jahren? Ich glaube, über dieses Thema könnte man ein komplettes Viertelstunde-Video machen. Könnte man eigentlich mal gucken, wäre vielleicht eine ganz geile Idee. Grob zusammengefasst, die krassesten Entwicklungen sind meiner Meinung nach Edelstahl, Schliffe, Molassefänger und mittlerweile der Einzug der russischen Pfeifen, also Steckbowls, krassere Designs. All diese Dinge generell kann man sagen, die Pfeifen sind qualitativ einfach so viel geiler geworden. Es gibt so viele Marken, es gibt so viele verschiedene Stilrichtungen an Pfeifen, von ganz simplen Edelstahlpfeifen wie zum Beispiel die Noble Dust bis hin zu krass ausgefallenen, handgeschmiedeten Elementen in der Rauchsäule verbauten Teilen, bei der McLeod-Pfeife krass aussehenden, im japanischen Stil gehaltenen Japona-Pfeifen. Finde ich einfach geil, was wir da mittlerweile abdecken an Spektrum, wie viele verschiedene Pfeifen es da mittlerweile gibt. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil. Die Verarbeitung allgemein ist deutlich besser geworden, als das noch vor 5 bis 10 Jahren so der Fall war. Ich bin auf jeden Fall happy mit der Marktentwicklung und ich bin sehr, sehr gespannt, was es noch für Shisha-Revolutionen gibt. Aber um deine Frage nochmal aufzugreifen, Schliffe, Molassefänger, jetzt Stecksysteme, krasse Designs, in letzter Zeit Ausblassysteme, also wo hier der Rauch rauskommt, zum Beispiel bei der Breeze, die hat ja hier diesen Ring, hat eine sehr, sehr schöne clean Base, dann hier eben diesen Ring, wo der Rauch rauskommt, kann ich euch mal zeigen. Ich hoffe, man sieht das mit dem Licht jetzt gut. Ja, vor dem hell angeleuchteten Hintergrund sieht man es jetzt gar nicht so krass. Wenn ich hier allerdings gegen das Licht gucke, sieht das schon sehr, sehr geil aus, wie hier der Rauch rauskommt. Ja, das sind so die größten Änderungen im Shisha-Markt in den letzten paar Jahren für mich gewesen. Aber da kann man auch sehr, sehr gerne nochmal ein Video drüber machen, wo wir da ausführlich drauf eingehen, was da so im Shisha-Markt abging. Das war die letzte Frage aus dem FAQ. Ich würde sagen, jetzt erzählen wir noch kurz was zu dem Moloko-Tabak und dann soll es das für das Video auch schon gewesen sein. Soll ja auch nicht zu lang werden, aber Leute, freut euch. Internet ist bald da. Am Mittwoch soll es kommen. Ich hoffe, es funktioniert alles und dann können wieder regelmäßig hier die Videos kommen. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Auch auf Streams habe ich wieder mega Bock. Das wäre sehr, sehr nice. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. So, dann kommen wir noch kurz abschließend zu dem Moloko-Tabak. Ist jetzt kein richtiges Review, aber so mein Ersteindruck könnte man sagen zu dem Tabak. Ich habe jetzt auch leider keinen Kopfbau für euch. Musste vorhin alles ein bisschen schnell gehen. Neues Set ist noch ziemlich ungewohnt. Das Aufbauen dauert noch relativ lange mit dem Licht einstellen, Kamera einstellen, Fokus ziehen und so weiter. Ich will euch damit auch gar nicht langweilen. Fakt ist, ich habe keinen Kopfbau für euch. Aber Schnitt und Feuchtigkeit erinnert mich ziemlich an Somo. Sieht relativ ähnlich aus, farblich und schnittmäßig. Also ich glaube, wenn ich das in der Somo-Dose verstecken würde, würden die meisten nicht merken, dass es kein Somo ist. Aber es ist natürlich nicht Somo, ist auch nicht die Firma Somo, die dahinter steckt oder so. Steht hier drauf, das macht die Hellstein GmbH, also definitiv nicht Somo. Funktioniert wunderbar, hat echt gut Hitze ausgehalten, hat jetzt definitiv gut Kontakt zur Smokebox gerade. HMD hatte ich drauf, am Anfang 2 Kohlen, mittlerweile benutze ich 3 Kohlen und auch die dritte Kohle hat er noch wie ein Champ ausgehalten, also Hitzemanagement mit dem Tabak schon mal sehr, sehr nice. Rauchentwicklung habt ihr ja im Video schon ein paar Mal jetzt gesehen. Ich ziehe trotzdem noch mal dran, bedenkt Leute, der Kopf ist jetzt wirklich schon langsam am Ende und trotzdem raucht er noch eigentlich ganz gut. Ich ziehe noch mal dran. Ja, also dafür, dass er jetzt safe mehr als eine Stunde läuft, echt super Rauchentwicklung. Geschmack ist auch noch da. Also echt wunderbar. Speaking of Geschmack, wie ist der Geschmack bei dem Moloko-Tabak? Ihr habt auf jeden Fall eine krasse Limette im Vordergrund. Es soll ja auch Holunderblüte drin sein, die ist so ganz leicht im Hintergrund. Also ich habe sowas leicht Blumiges, aber wirklich nur ganz leicht, so dass es nicht störend ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und was bei dem krass ist bei dem Tabak, ihr habt safe eine Ingwernote am Start. Und eine Ingwernote, die ihr auch definitiv schmeckt. Das heißt, wenn euch Ingwer nicht schmeckt, wird euch der Tabak wahrscheinlich auch nicht schmecken. Ich habe nichts gegen Ingwer. Ich mag Ingwer, ich trinke auch sehr, sehr gerne Ingwer-Tee. Und dementsprechend schmeckt mir auch der Tabak sehr, sehr gut. Ich feiere die Ingwer.
Ingwernote. Das ist auch jetzt einer der Unterschiede zu der vergangenen Produktion. Die haben die Ingwernote noch ein bisschen rausgenommen. Hat ein paar Leuten nicht ganz so gut gefallen, dass da so viel Ingwer dran war. Jetzt haben sie es ein bisschen rausgenommen. Ich habe gestern sogar die alte Charge geraucht. Ich finde den Unterschied jetzt nicht so krass, aber ist auf jeden Fall die Aussage von Moloco. Fakt ist, mir schmecken beide Produktionen. Ich finde die alte ziemlich geil, ich finde die neue ziemlich geil und ich mag den Tabak echt gerne. Diese ganzen Moloco, Okolom, Klone hin und her und sowas. Diese ganzen Okolom, Moloco Varianten, die es da so gibt, habe ich alle früher sehr, sehr gerne geraucht. So vor ein, zwei Sommern habe ich die echt viel geraucht. Da hatte ich teilweise auch Kilodosen von da. Dann hatte ich es ein bisschen überraucht und der schmeckt jetzt aber wieder einen Ticken anders, sodass ich doch wieder Bock auf den Tabak habe. War erschreckend, wie schnell hier die Dose doch so leer war. Und dementsprechend kann ich nur sagen, ist wohl ein ziemlich guter Tabak. Also mir taugt der auf jeden Fall. Wenn ihr den schon probiert habt, lasst gerne mal einen Kommentar unten da, wie ihr den so findet, was da euer Fazit so ist. Ich kann nur sagen, mir schmeckt der. Er kostet leider wieder 17,90 €. Ja, wir wissen es, wir sind mittlerweile auf dem Level angekommen, dass 18 Euro der normale Preis für 200 Gramm sind. Ich finde es aber auch okay. Was aber auch noch sehr, sehr wichtige News sind bei diesem Tabak, man kann ihn jetzt bei Aldi kaufen. Aldi hat jetzt Shisha-Tabak. In über 2000 Filialen in Deutschland gibt es jetzt Moloco-Tabak. Finde ich mega geil, dass man jetzt einfach so, keine Ahnung, man ist im Aldi einkaufen und so, ah, ich habe ja keinen Tabak mehr daheim, ich muss mal Tabak kaufen. Ja, dann gehst du einfach an die Kasse, dann nimmst du gerade noch eine Dose Moloco mit. Weil dafür ist er auf jeden Fall richtig, richtig nice. Also der Aldi Moloco-Tabak taugt auf jeden Fall. Ich finde ihn geil. Lasst gerne mal einen Kommentar da, wie ihr es findet. Leute, ansonsten, nicht nur zu dem Tabak einen Kommentar da lassen, lasst auch gerne mal einen Kommentar da, wie euch das neue Set gefällt. Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, keine Angst, der gute alte Holztisch hier hinten, der wird noch ausgetauscht. Der stand halt hier noch drin, ich benutze den gerade. Aber der wird auch safe noch ausgetauscht. Hinter mir wird sich noch ein bisschen was verändern. Aber ich denke, es ist ganz cool, man sieht die Pfeife. Man sieht so meinen Tabak auf dem Tisch stehen. Oben die Regale sieht man leider nicht ganz, aber ich finde es trotzdem ganz cool. Lasst gerne mal einen Kommentar da, falls ihr Vorschläge habt, was ich da hinter mich packen sollte, wie ihr es bis jetzt findet, wie ihr das mit dieser Theke hier findet. Ich feiere es auf jeden Fall. Ich finde es geil. Es hat so ein bisschen was von Nachrichten, finde ich so. Guten Tag und willkommen bei den Shisha-Nachrichten um 18 Uhr auf Shisha WG. Ich finde es auf jeden Fall ganz witzig. Leute, wie gesagt, lasst einen Kommentar da. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch einen Daumen nach oben oder ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha WG.